So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Attila Total War mit den Hunnen. Ja, wir wollen fortfahren. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, falls sich die römischen Separatisten doch bewegen, was ich nicht ausschließen kann, in der Regel bewegen sich diese Rebellen und Separatisten recht wenig. Es gibt aber eben auch zum Beispiel die weströmischen Separatisten, die sehr aktiv sind. Mal gucken. Die würden mich ja sogar erreichen. Ich denke aber trotzdem, dass wir hier eine Chance hätten mit der Armee. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen hier erstmal ein Gebäude. Wir haben jetzt hier einen Überschuss. Dann fangen wir mal mit einem Tierhaltungsgebäude an. So. Und ich wollte das letzte Mal noch vergleichen. Zum einen die hunnischen berittenen Bogenkrieger und die Bogenkrieger der Steppe. Welche Einheiten ich jetzt hier favorisiere. Der wichtigste Wert bei den Einheiten ist schon mal gleich. Das ist die Munition. Für mich ist das ein sehr wichtiger Wert. Geschossschaden ist bei den berittenen Bogenkriegern sogar höher, statt 53, 57. Geschwindigkeit ist auch höher, sogar mehr als 10 Punkte. Die Moral ist höher, der Gesundheitswert ist dann niedriger und der Rüstungswert ist auch niedriger. Okay, also Gesundheit und Rüstung ist niedriger. Das sind aber eigentlich Werte, die eigentlich unwichtiger sind, finde ich. Weil, wie gesagt, wenn die Einheiten nicht getroffen werden, was ich ja sowieso immer vermeide, dann ist Rüstung schon mal fast gar nichts wert, ne? Und Gesundheit, also ich würde fast sagen, dass die hunnischen berittenen Bogenschützen fast mehr meinem Anspruch entsprechen. Die haben erstmal hier nochmal Nahkampfschaden von 8 Punkten mehr. Die haben 15 Punkte mehr Nahkampfabwehr, das ist auch viel wert. Wir werden die hunnischen berittenen Bogenschützen rekrutieren. Die sind zwar in der Rekrutierung deutlich teurer, aber ich halte die für viel, viel, viel stärker. Mal gucken, was die für Effekte haben. Seid ihr bereit, euren Dienst zu tun? Die haben hier noch genaues Schießen als Wert. Das haben die Bogenkrieger der Steppe schon mal nicht. Das genaue Schießen ermöglicht, plus 50% mehr Geschossschaden, das ist sehr gut. Und die sind resistent gegen Erschöpfung, das haben die wahrscheinlich auch dann, würde ich mal schätzen, oder? Nee. Die Bogenkrieger der Steppe haben das auch nicht, okay, das ist interessant. Also sind immun gegen Erschöpfung, was nochmal ein Riesenvorteil ist. Ah nee, ich hatte jetzt glaube ich eine falsche Einheit ausgewählt, oder? Nee, doch. Die hunnischen berittenen Bogenschützen. Die sind immun gegen Erschöpfung. Erschöpfung hat einen geringeren Effekt auf die Einheit. Okay, geringer ist der Effekt. Sie können Bewegung schießen, gut, das ist klar. Sie machen Angst, reduzieren dadurch die Moral und sind selber immun gegen Angst. Haben die das auch? Parthischer Schuss, diese Einheit kann in alle Richtungen schießen, nicht nur nach vorn. Kurz bei dem einen mal gucken. Okay. Also das ist der Nachteil an der Einheit anscheinend, dass die nur nach vorne schießen können. Gut, aber ich schicke die einen einfach sowieso immer nach vorne. Das ist jetzt also auch nicht so ein krasser Nachteil. Es wird nur schwer gegen feindliche Kavallerie dann klarzukommen. Aber ich finde die hunnischen berittenen Bogenschützen tatsächlich besser. Vor allem sind sie halt viel schneller mit 103 Geschwindigkeit. Ja, wir holen uns aber ein paar Einheiten direkt. So, und ich denke hier. Werde ich den Bogenplatz errichten. Und zusätzlich noch ein Onaga-Gebäude. Dann reiße ich hier diese Ziegenherde ab. Die brauchen wir nicht. Das andere sind alles gute Gebäude.
zum Kampf. Na, hier können wir erstmal das Kriegergelände bauen. Gepriesen sei Kuar. Wie kann ich euch helfen? Bereit für den Einsatz. Wobei, die bosporianische Infanterie können wir auch schon mal rekrutieren. Wir können die Einheiten auch dann nachträglich, wenn das Gebäude steht, noch mit besserer Ausrüstung ausstatten. Was haben die für eine Geschwindigkeit? 33, okay. Gut, dann haben wir uns gleich mal. Boah, wir können uns davon gleich 6 Einheiten holen. Klasse. So, hinterlassen wir ein kleines Chaos. Ich sag, warum die Osttrümmer hier nichts machen? Keine Ahnung. Weiter geht's. Also in spätestens 5 Runden ist Konstantinopel wieder aufgebaut. Die Frage ist, durch wen? Durch die Alemannen? Durch die Oströmer? Durch Anatolien? Ich zähle schon wieder 3 Armeen der Alemannen. 3 volle Streitkräfte. Die werden bestimmt noch Konstantinopel wieder aufbauen. Da hat sich das auch mehr oder weniger erledigt, das Thema. Also der Weg über diesen Grat jetzt nach Ägypten zu wandern ist gefährlich, weil die Sassaniden ja auch ihre Armeen in Kleinasien wahrscheinlich halten. Es könnte sogar sein, dass die Sassaniden Ägypten kontrollieren. Also, da traue ich mir jetzt ganz schön was. Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt die Spione nach vorne schicken. Dass die das Gebiet ausspähen. So, Makran. So, kriege ich meinen Agenten jetzt wieder oder muss ich noch eine Runde warten? Bin gespannt, ob ich den jetzt wieder bekomme. Dieser Agent ist nach einem erfolglosen Vorgehen gegen einen Feind gefährdet. Kriege ich den jetzt nie wieder? Kann das sein? Ich glaube, ich hab den komplett verloren. Ja, ich habe den komplett verloren. Den bekomme ich nicht wieder. Den hat die KI mir geklaut. Das war ein sehr erfolgreicher Streiter. Also bis ich mir den mal aufgebaut hatte. Meine Güte, ist die Aktion stark. Kann das jeder Priester? Kann das auch ein Priester meiner Fraktion? Verdammung. Ermahnung. Meuterei ermutigen. Also die Aktion war ja wirklich mal gefährlich hier durch der war das. Der Priester hier. Na, wer schnappt sich Konstantinopel? So, Krieg zwischen den Oströmern und den Sassaniden. Hier bin ich also. Sprecht. Frieden. Seid ich will euch Frieden haben. Wohl oder übel. So sprecht er. Und sagt etwas. Wenn ich euch anbiete, Krieg beizutreten gegen die Oströmer, macht es dann. Mein Foltermeister sammelt die Körper. Nö.
Ui, was ist denn hier los? Aha. Armenien belagert Antiochia. So, dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt erstmal hier. Haben wir noch einen Nagel in der Armee oder habe ich ihn aufgelöst? Ja, habe ich aufgelöst, okay. Dann holen wir uns doch mal Ephesus. Ich muss ja hier sowieso irgendwie vorbei. So, dann kommst du in die Armee rein. Haben wir dadurch mehr Munition? Nee. Erfolgschance feindlicher Agent minus 10%, ja. So, von wem geht mehr Gefahr aus? Alter, hat die viele Sterne. Bin ich die tot? Ah, kritisch gescheitert. Schade. So. So, dann rekrutieren wir uns gleich mal ein paar Bogenkrieger rein. Ich sende mich nach einem Kampf für den Stamm. Angriff! So. Ja, ich kann jetzt nicht nur Vosporianische Infanterie rekrutieren, aber da haben wir so zumindest 6 Einheiten. Mache ich so eine Mischung aus Infanterie. Ein paar Speere noch dazu holen. 4 Einheiten. Und dann hole ich mir Onaga dazu. Irgendwann dann. Bereit zum Kampf! Ich sehne mich nach einem Kampf! So, adlige agatrysische Plünderer. Könnte man sich auch mal eine Einheit reinholen. Auch 103 Geschwindigkeit. Tja, warum nicht? Bestimmt eine gute Antikavallerie. Ist eine gute Antikavallerie. Angriff gegen Kavallerie plus 30. Bonus gegen 30 ist übrigens alles durch einen Mod, den ich hinzugefügt habe. Da sieht man eben, welche Einheiten nochmal einen Bonus haben. Also 30 ist wirklich ein starker Bonus gegen Kavallerie. Aber... ja, wir müssen mal. Aber da müsste ich jetzt hier 2 Runden stationär bleiben. Will ich das? Ist die Frage. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, wir holen uns dann die Bogenkrieger. Für den Stamm! Blut und Eisen! Gepriesen sei Kua. Wie kann ich euch helfen? Kriegen! Und ich stelle die tatsächlich doch nochmal in die andere Region, denke ich, oder? Ah, nee, ich komme da jetzt nicht mehr weg. Okay. Kann ich euch nochmal in die andere Region stellen? Ne, weil ihr rekrutiert. Ah, wir stehen jetzt im Stadtbereich, deswegen komme ich nicht mehr weg. Haben jetzt hier etwas größeren Einkommensverlust, aber was soll's. So, ich glaube, ich gehe mit den Steuern sogar nochmal runter. So.
das sind Söldner, sehe ich gerade hier. Hä, seit wann habe ich hier 4 Söldner-Einheiten in der Armee? Naja, halb so schlimm. Deswegen, ich habe gesehen, ich habe gewundert, hey, warum kann ich die nicht neu ausbilden, wenn ich es wollte? Das sind Söldner. Na, was soll's. Also im Notfall kriegen wir die Einheiten auch nochmal als Söldner in die Armee. Da kosten sie halt etwas mehr Unterhalt. Weil mit 100... wo hatte ich sie jetzt hier, ne? Mit 170 kosten die ja fast schon so viel wie die... Ne, warte mal, 170 sind es ja nur, ne? Damit sind es immer noch gut 120 Goldstücke weniger als die berittenen Bogenschützen. Naja, wir gehen erstmal in die nächste Runde. Das ist diese 10-Sterne-Priesterin. Stell mir das auch lustig vor. Wir reisen nach Konstantinopel. Siehst du das auch? Alles verbrannt. Also es ist jetzt natürlich ärgerlich für die Alemannen. Das sah gerade so lustig aus, weil die beide vor der Stadt standen und sich so wundern, so, hey, ist denn Konstantinopel weg? Also die Stadt ist natürlich jetzt hier dem Erdboden gleich gemacht. Hier wird ja auch alles belagert, ne? Also die Lachmiden, die können einem schon richtig leid tun. Tarsus wird belagert. Antiochia wird auch belagert. Hey, was war das? Ah, das sind Rebellen, ne? Das sind Rebellen, deswegen haben die sich auch angegriffen. Die sehen so ähnlich aus, die Atropatena und die Rebellen, die hier gerade waren. Ich kann ja mal ein Stück mit dem Spion weitergehen hier. Das sind palmyrische Rebellen. So, Militärbelagerung. Vereint gegen uns, jetzt hat uns auch noch Gallien hier den Krieg erklärt. Die wurden durch die Alemannen aufgehetzt. Und Asia tritt auf. Das ist schön. Ich weiß nicht, was für Beziehungen wir mit denen haben. Freundliche Beziehungen. Schön, schön. Ihr werdet in mir einen Bereich, könnte man. Das bietet sich ja fast an, die Fraktion zu unterwerfen für eine gewisse Zeit. Erstmal zerstören wir Ephesus. Oh, fast 6000 Goldstücke, das lohnt sich. Ich meine, das wäre jetzt wirklich eine Option, ne? Und zu denen haben wir ja richtig gute Beziehungen. Ganz im Ernst, was machen wir jetzt? Wir greifen Asia an. Ich muss nur aufpassen, die Alemannen, die können mich hier relativ fix erreichen. Ich würde die Armee mal ganz gerne noch behindern. Kritisch gescheitert, schade. Die sind mir hier dicht auf den Fersen. Aber wenn wir uns mit allen Armeen jetzt hier nach Synada bewegen, sehe ich eigentlich kein Problem. Wir müssen Ephesus ja auch nicht komplett zerstören. Allerdings wird uns jetzt die Fraktion Makran wahrscheinlich ein bisschen mehr hassen, oder? Ja. Militäraktion gegen Makran haben jetzt nicht gerade geholfen. Stellt meine Geduld nicht mit Euriden. So, dann ziehen wir jetzt hier auf Asia. Gucken, wie die Beziehungen hinterher aussehen. Tengri leitet meine Schlitten. Bereit für weitere
So. Also schon interessant, was wir hier bisher in dem Let's Play erlebt haben mit den Hunden. Ja, lassen wir Ephesus da, wo es liegt. Naja, ganz im Ernst, das ist mir jetzt fast zu teuer, für 1800 die Waffen auszutauschen. Das lassen wir mal. Diesen Orm kriege ich nur Lachmeden. So, dann erkläre ich den Krieg. Sie sollen niederkauern. Niemand wird entkommen. Bereit für den Einsatz. So, eine Horde fehlt noch. So, und die dürften sich jetzt auch alle gegen sich unterstützen. Die stehen ja wirklich alle nebeneinander. Also, wenn es da jetzt noch Probleme gehen sollte, würde mich das doch sehr wundern. Ich bin sehr zufrieden, dass wir so viele Spione haben. 3 von 3, 3 von 3, 3 von 3. Für den Stamm! Wir werden diese Siedlung für den Stamm. So, wir haben jetzt hier insgesamt unsere Hauptstreitmacht, oder... Alles, was wir haben, besteht insgesamt aus 5500 Mann. So. Gepriesen sei Kua! Wie kann ich euch helfen? Für den Stamm! Die Siedlung wird belagert! Mal gucken, wie die Beziehungen aussehen. Oh, ganz gut. Ich glaube, das sind die besten Beziehungen, die wir bisher bei einem Tributstaat hatten. Hier, 34 Beziehungen, Asia. Willkommen. Eure Anwesenheit und eure Worte sind eine Ehre. Bereit zum Kampf. Für die Götter. Setzt euch. Teilt mein Feuer. Krass, wir machen auch voll viel Gold dafür, dass wir die Steuern sogar ganz stark reduziert haben und wir mit allen Horden in derselben Region stehen. Also ich muss sagen, was auch immer alles passiert ist, wir stehen ziemlich gut da mit den Hunden. Also wirklich jetzt. So, wir können jetzt hier auch vollständig verstärken. Also zwischendurch gab es ja schon Phasen, hier zum Beispiel in der Schlacht gegen die Alemannen, wo eigentlich die Fraktion kurz vor dem Untergang war, stand... Und diese eine Schlacht haben wir geschafft. Klar, die Alemannen haben hier nach ca. 10 Runden später wieder dieselbe Stärke. Aber ich stehe doch ganz gut da aktuell. Auch relativ sicher, weil hier so ein Chaos herrscht. Hier belagern unzählige Fraktionen sich gegenseitig. Armenien. Wie viele Gebiete kontrolliert Armenien? 4, okay. Vielleicht kann man ja sogar die römischen Separatisten unterwerfen. Ich weiß nicht, ob das geht. Wäre aber lustig. So, hier rekrutieren wir erstmal noch zwei Einheiten. Dasselbe geht auch hier. Bereit für den Einsatz. Das Gebäude spare ich mir jetzt erstmal. Wobei die Krieger der Uhr. Ich will mal kurz schauen. 52, 50, 38. Die haben jetzt nicht so gute Rüstungswerte wie die bosporianische Infanterie. Gesundheit 99. Und die haben auch keine Geschosse zum Werfen. Die bosporianischen Krieger haben dreimal Geschosse. Nee, das Gebäude sparen wir uns erstmal.
Nomadischer Handelshafen, das können wir bauen. Bereit für den Einsatz. Filzmacher. Ja, vernachlässigen wir mal die Horteninfrastruktur nicht. So, das ist die frische Horde. Hier erstmal ordentlich Steuersatz draufhauen. Ja, Moral für Söldner. Chance auf Erkennung auf der Kampagnenkarte ist gut. Da will ich hin. Weiter geht's. Boah, da sind 4 Armeen auf einem Haufen. Die nehmen jetzt die Verfolgung auf. Ich bin noch in seinem Einflussgebiet. Und Konstantinopel steht immer noch nicht. Also langsam wundere ich mich ja schon. Ich gucke gleich mal nach, weil die Sassaniden müssten ja auch im Krieg sein mit den Alemannen. Also das ist doch dieser Nord-Süd-Konflikt. Weil die locken wir ja geradezu in Richtung der Sassaniden. Vielleicht kann man die gegeneinander ausspielen. Das Problem ist, ich stehe jetzt halt genau zwischen den beiden Fraktionen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Sassaniden mit den Alemannen im Krieg sind. Da war aber auf alle Fälle irgendwas. Wir sehen wenig Wert in weiter. So, die Karte, ja? Ihr habt mit Ehre gekämpft. Doch nun ist es an der Zeit, tiefe Wunden zu stillen. Der Sturm hat lange genug gewütet. Komm, 3500. Friedensvertrag, sehr schön. Ich spiele dieselbe Schlacht auch gerne nochmal gegen die Alemannen. Wir stehen ja jetzt eigentlich nur noch stärker da. Wir haben bessere Truppen als vorher. Die Armee ist bei voller Stärke. Ankyra gehört auf alle Fälle zu den Sassaniden. Das sieht man hier. Das ist der Löwe des Sassanidenreichs. Also ich ziehe jetzt nach Süden und versuche mal die oströmischen Rebellen da zu unterwerfen. Oder Separatisten oder was es ist. Ich glaube, es waren Separatisten. Vielleicht gelingt uns das ja. So, Darkin kommt auch schon mit Frieden an. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Ui, Palmyra ist entstanden. Oder? Feindliche Agentenaktivität. Nee, das waren die Atropatena. Schade. Wie gesagt, die haben so ein ähnliches Logo. So, die Lachmiden kontrollieren nur noch 2 Siedlungen. Tarsus und Constantia.
So, hier lockt reiche Beute. Genau, hier sind die Armeen. Waren das nicht sogar mehr als... Waren das nur, in Anführungsstrichen, nur drei? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Na gut, ich würde sagen, wir verschieben das Ganze trotzdem erstmal in die nächste Folge. Die Alemannen sind uns auf der Spur und auf der Schliche hier. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.